Nee, das brauchen wir nicht. Also, der Schmied. Da geht's zum Tor, wo Diego und Toro sind. Da war der Schmied nicht. Also gehen wir mal Absicht. hier rum. Ich dachte, das wäre schon lange. Da Lass ist das mich lieber Südtor rausgehen. mit dem umgestürzten Turm. Dann müsste der Schmied nicht da oben gewesen sein. Oder? Doch bei der Arena könnte er gewesen sein. Ah, ist echt zu lange her, dass wir hier viel zu tun hatten im alten Lager. So, Arena, Sketti und ich höre das Zischen von Metall in einem Wasserbottich. Das hört sich gut an, aber das muss nicht mit die Schmiede gewesen sein. Hier ist schon mal unsere Hütte, aber die brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. Ah, doch, das da sieht gut aus. Es war an so einem kleinen Hügel. Ja, super. Uno, hast du für uns was schön Scharfes, Spitzes? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ich würde mich selbst gern mal an deiner Schmiede versuchen. Jo, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Das klingt jetzt aber nach einem sehr einfachen Schwert. Das wird nicht besser sein als unseres. So eine Erzklinge hätte ja was, aber die wird er bestimmt uns nicht verkaufen. Wahrscheinlich kann er sie nicht mehr herstellen, sondern nur die Leute in der Burg können das. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ja, das sind wir. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Aber er hat wirklich nur die Klinge im Angebot. Schade, schade. Na gut, dann gleich wieder raus hier. Denn wenn Fisk, Dexter und der Schmied keine Waffen haben, also jedenfalls keine ordentlichen, dann können wir das ja gleich abschreiben. Also, hops. Und da raus und dann rechts rum. Ja, in der Burg, die Schmiede da, wäre es wahrscheinlich was anderes. Die hätten ordentliches Zeug. Aber da kommen wir nicht ran. Also schon gar nicht unsere Söldnerrüstung. Und selbst wenn wir uns als einfacher Butler ausgeben, werden die uns nichts rausrücken, solange wir nicht in der Garde drin sind. Und zu tun, als ob wir in der Garde wären, hatten wir ja schon versucht. Das hat nicht geklappt. Hoffentlich reichen die Informationen für Lee. Sonst wäre das jetzt ein ganz schön unsinniger Trip. Na gut, wir können immer noch umschauen, ob wir da eine neue Waffe bekommen. Aber wenn nicht, dann sind wir ganz schön aufgeschmissen. Denn wir schaffen die 6 Orks auf keinen Fall. Und hier haben wir keine bessere Waffe bekommen. Im Sumpflager haben wir schon geguckt. Viel anderes bleibt ja nicht übrig. Das heißt, wir müssten dann ein wenig auf Jagd gehen. Und uns vielleicht an diese riesigen
pelzigen Dinger ranwagen mit den Hörnern auf dem Schädel. Um so ein bisschen mehr Kampferfahrung zu bekommen. Viel mehr bleibt da nicht übrig. Und genau das ist es, was Lee ja eigentlich wollte. Lee hat uns die Rüstung nur nicht verkauft, weil wir nicht genug Kampferfahrung haben. Und er wahrscheinlich denkt, das lohnt sich nicht, irgendeinem Neuling eine Rüstung zu geben, wenn er nach ein paar Schlägen umkippt und die Rüstung kaputt geht. So, da war jetzt gerade der Jäger aus dem alten Lager. Jäger aus dem neuen Lager müsste hier vorne gleich kommen. Und dann sind wir auch schon fast da. Haben wir eigentlich im neuen Lager noch irgendwas zu tun? Mit dem Reislord haben wir uns schon beschäftigt. Der dürfte kein Problem mehr darstellen. Den Lurker am Damm haben wir getötet. Wir haben den einen Typen bei dem Haus der Söldner rausgeschmissen und das Haus für uns selbst genommen. Und wir haben das ganze Kraut verkauft. Wirklich viel mehr zu tun gab es da ja nicht. Ja, also haben wir eigentlich alles erledigt. Außer halt der Auftrag jetzt im Sumpflager. Aber das müsste eigentlich reichen, was wir bisher gemacht haben. Ich meine, wir haben uns da eingeschlichen. Wir haben jetzt die Information, dass sie einen der Fokussteine haben wollten für die Anrufung. Damit dürften die Wassermagier schon was anfangen können, weil die kennen sich bestimmt mit diesen Dingern aus. Wir waren bei der Anrufung selbst dabei, können berichten, was da passiert ist. All diese Visionen, die wir auch gesehen haben. Und wir können berichten, dass ein Großteil der Templer auf ist zu diesem Orkfriedhof, um danach weiteren Hinweisen zu suchen. Das alles müsste schon einiges wert sein. Aber hilft nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wir sind gleich da und dann wissen wir, ob das für Lee reicht oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir halt wieder zurück nach einem kleinen Ausflug irgendwo anders hin, wo wir schon Kampferfahrung sammeln können. Wir hatten ja jede Menge Gebiete gefunden, die anspruchsvoll genug wären. Also das mit diesen Feuerechsen, dann der Turm mit den Untoten drin und diese etwas größeren Wölfe. Da könnten wir uns vielleicht auch schon ranwagen. Weil das Schwert hier ist schon um einiges besser als die letzte Waffe. Und diese Rüstung hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht. Also ja. Das wäre eine gute Alternative. Und hier den Berg hoch, da können wir auch nochmal schauen. Aber jetzt erstmal zu Lee. Hier hoch und gleich wieder links war das, ne? Ne, das war Laris. Lee war auf der anderen Seite. Oh, wir können mal kurz Laris guten Tag sagen, vielleicht hat er irgendwas Neues für uns. Ich will mich verbessern. Na, wie es aussieht, können wir nur trainieren. Was ja auch ganz okay ist. So. Behalten wir erstmal 10 Punkte über. Nur für den Fall. So, wir haben jetzt 10 Lernpunkte über und wir haben 95 Stärke. Das müsste für so ziemlich jede Waffe reichen, die wir finden können. So, und Lee war auf der anderen Seite Richtung Wassermagier. Das heißt, wir könnten eigentlich hier runter. Dann kommen wir schneller auf die andere Seite. Und da bei dem Lagerfeuer hoch. Das war doch... So, jetzt Daumen drücken. Ganz feste Daumen drücken. Hallo. Ah, anscheinend reichen ihm die Informationen nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Kriegen wir hoffentlich wenigstens eine neue Rüstung? Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Probieren wir zuerst mal die Schwere. Gib mir die schwere Rüstung.
Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Na gut, dann bitte wenigstens die mittelschwere. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Na, also wenigstens das. Dann schauen wir uns die gleich mal an. Also, unsere jetzige hat 45, die hat 55. Okay, kein so riesiger Sprung, aber jedes bisschen hilft. Und sie sieht schon eher aus wie eine Rüstung. Nicht nur so ein oller Schulterpanzer. Gut, gut. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Hallo. Nee, nicht wirklich. Na gut, das war jetzt ein wenig ernüchternd. Also, dass sie mit den ganzen Informationen, die wir bisher gesammelt haben, nicht wirklich was anfangen können. Ah, ist schon ärgerlich. Das heißt, wir marschieren jetzt einfach los und gehen ein bisschen jagen. So kriegen wir hoffentlich genug Kampferfahrung zusammen, um dann auch die nächstbessere Rüstung zu holen. Und wenn wir die haben, dann können wir uns wieder zum Orkfriedhof begeben. Machen wir mal einen kleinen Abstecher zu Mordrek. Wird er was Neues? Oder was? Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das wäre ja auch noch lustiger gewesen. So, Mordrak. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Also mussten wir nur ihm Bericht erstatten. Na gut, hast du vielleicht schon was Neues im Angebot? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Nö. Nichts Neues und kein Erz. Ha. Aber wenn wir jetzt ihm Bericht erstatten konnten, dann will vielleicht Lee jetzt was von uns hören. Ein Versuch wäre es wert. Und wir haben auch gerade neue Lernpunkte bekommen. Das wäre jetzt wirklich ärgerlich, wenn wir jetzt denn die neue Rüstung bekommen könnten. Dann hätten wir mal eben 1600 Erz in den Sand gesetzt. Aber solange wir nur die neue Rüstung bekommen, ist das ziemlich egal, denn es ist nur Erz. Erz können wir immer wieder zusammenkratzen. Aber eine bessere Rüstung, da gibt's nichts Wichtigeres momentan. Hallo. Nee, die Sumpfsache will er immer noch nicht wissen. Ich brauch die Rüst... Gib mir die... Du bist noch nicht... Ja, schade. Ein Versuch war's wert. Also gut, jetzt speichern wir mal ganz kurz ab und danach gehen wir jagen. LP 33.